Wir haben wieder Shattered Slabs, Digga. Weil ich nicht weiß, wo ich sonst landen soll, weil keine Ahnung, alle anderen Orte bocken gerade nicht so. Habe ich keinen Bock drauf. Auf andere Orte. Ja, chillig, Digga. Der war absolut scheiße. Ja, okay, Digga. Ey, ich verstehe das immer nicht. Warum können die denn so tief fliegen, Digga? Auch vorher, Digga. Ich lande irgendwo. Auf einmal kommt da so ein Gegner daher. Der ist noch tiefer als der. Der ist ja schon gelandet, wo ich noch da oben war. Und ich habe den Gleiter so spät geöffnet, wie es geht. Der konnte es aber aus irgendeinem Grund konnte der den Gleiter erst später öffnen. Also noch später, meine ich. Damn. Oh, Bro, Digga. Ich öffne so eine mythische Chest oder keine Ahnung, was das ist. Und, Digga, erstmal die schlechtesten Waffen in Fortnite. Erstmal die schlechtesten Waffen momentan in Fortnite. Digga, diese blaue Excalibur. Waffe da. Excalibur. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist auch so ein Müll. What? Die Splash ist wenigstens. Ich kann mich voll healen, weil da hinten noch ein Bee ist und so. Wenigstens, okay. Ach, Bro. Kleine Huren so. Aber wenigstens diese Schrottwaffe hier weg, der ja so ein Müll. Kann eigentlich schon als Gegner markieren. Ist halt ohne Scheiß gefühlt Gegner. Hallo, kann ich vielleicht diese Markierung auch mal aufheben, Junge? Meine Fresse. Ja, halt dein Maul. Nee. Nee, bitte sei kein Schwitzer. Okay, yes. Er war nicht so ein Schwitzer, okay. Das Ding ist, wenn ich einmal gute Waffen habe in der Season, wenn ich wirklich gute Waffen finde, dann bin ich auch recht gut in der Season. Aber das Ding ist, ich habe halt so ein Pech am Anfang der Runden. Weil ich am Anfang lande einfach und sofort auf die Schnauze von drei Gegnern bekomme, die nichts Besseres zu tun haben, als vielleicht auch erstmal zu looten, sondern instant eine mythische Pump bekommen und dann am besten noch ihre Lieblingswaffe oder so, mit der sie mich dann einfach zu dritt auseinandernehmen in Solo. Weißt du? Aber wenn ich dann einmal Glück habe mit Gegnern, dann läuft's. Wenn ich in Ruhe looten kann, ohne dass 10 Gegner auf mich gehen, die irgendwie gefühlt Tiefius sein Urgroßvater sind, dann geht's tatsächlich, dann geht es. Dann geht Fortnite ausnahmsweise mal. Ach, Bro. Digga, dieser Dude, der spammt mich jeden Tag voll. Ey, wenn er mich jetzt noch einmal einlädt, Digga. Dann ist er einfach... Nee, Digga, da hinten sind Gegner. Jetzt kann ich ihn nicht löschen. Danke. Bro. Halt komplett mit der Waffe, Digga. Okay. Ja, stabiler Dude. Kann man so sagen eigentlich.
Ja, ich weiß es, ich hab's gesehen. Meine Fresse, Fortnite, ihr müsst mir nicht alles erklären. Ich bin nicht irgendwie so ein Anfänger, der zum ersten Mal Fortnite spielt, Mann. Ich sehe es. Kann man das irgendwie ausschalten, dass die ganze Zeit dich voll labern? Das fuckt ab, wenn ich unterm Baufight irgendwie so eine Realitätserweiterung bekomme oder so und die dann mich die ganze Zeit voll labern mit ihrer verfickten Schnauze. Ich weiß nicht, ich würde das ganz gerne ausschalten. Und falls das nicht funktioniert, an Epic Games bitte macht so eine Dings rein. Für Anfänger in Fortnite ist vielleicht ganz cool so, aber Bro, wenigstens, dass man es ausstellen kann. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es dafür eine Einstellung gibt. Ich sag nur falls. Ich bezweifle auch mal, dass es dafür eine Einstellung gibt. I don't know. Warum sollten die dafür... Wieso sollten die auf die Idee kommen? Ist das denn so... So auch nur gemacht, damit ich einfach den anderen nichts gönne? Dieses Splash-Teil hier. Boah, nee. Ich glaube, Minis lohnen sich gerade überhaupt nicht, die mitzunehmen. Ich habe ja viel Splashies. Was ist das, Digga? Ah, wie viele Minis sind das? Hallo, kann ich mal sehen, wie viele Minis das sind? Ist das nur einer? Nee, das sind drei. Ja, danke, dass ich es jetzt sehe. Ja, Splashies sind halt besser so. I don't know. Mit denen kann man sich schnell healen, wenn man in einem Baufight ist. Klar, mit Minis auch, aber dauern trotzdem ein bisschen länger. Da ist ein Gegner. Ja, er ist auch erstmal wieder auf komplette Schwitzerbasis angelehnt worden. Genau das meine ich, genau das meine ich. Digga, das lenkt halt aufs Übelste ab. Oh, ich weiß absolut nicht, wo dieser fucking Gegner ist. Meine Fresse, wo bist denn du? Der ist da drunter, ne? Ja, Pussy, Digga, ich verpiss mich jetzt. Ich weiß, das ist ein Pussy-Move, aber... Ich muss das machen. Danke. Fortnite, ihr seid echt Ehre gerade. So. Ich hab jetzt nicht allen Ernst, dass alle meine Mets für diesen Spasti hier ausgegeben, Digga. Ich scheiß jetzt mal auf die Minis hier gerade. Ich weiß, die hätten mir jetzt was gebracht, aber als ob ich jetzt daran Fallschaden bekommen habe. What the fuck? Digga, ich habe daran jetzt einfach Fallschaden bekommen. Also wie chillig kann man sein, Fortnite? Ihr Doppelpunkt, ja. Warum bekommt man denn seit wann überhaupt? Seit wann bekommt man durch Impulsis Fallschaden? Ja, heal dich doch jetzt, Mann. Oder muss ich jetzt spammen? Meine Fresse. Inkompetentes Stück Scheiße hier. Ja, Buschkrieger, natürlich. Ja, halt's Maul! Bro, es ist ja auch nicht schwierig zu verstehen, Mann. Das Einzige, was schwierig zu verstehen ist, ist, warum ihr die ganze Zeit mir zwischen dem Baufight reinlabert, Junge. Fucked up, Mann. Ich hab absolut Angst, dass hier hinter den Ecken gerade irgendwie...
15.000 Leute sind. Ja, Bro, Bogenspezialist, was interessiert mich das jetzt? Dass ich Bogenspezialist bin. Da hinten ist ein... Hallo, kann ich mich auch mal bewegen? Oh, da ist ein fucking Gegner. Ein Fortnite, der kennt den Ernst der Lage bei mir gerade nicht. Och, Digga, einmal ein Gegner auf meinem Niveau. Digga. Ja, oder auch nicht. Bin aber wieder weg, ne? Das war seine Entscheidung, dass er mich wegpustet. Nicht meine. Die Zone kommt jetzt auch, Digga. Ich hab gar keinen Bock jetzt. Nee. Da ist dieser Pisser wieder. Mit seinem beschissenen Hammer, Junge. Ich hasse diesen Hammer. Nee. Ich habe jetzt echt keinen Nerv auf sowas, Digga. Ich bin in der Zone, hab wenig HP. Ey, der will jetzt ernsthaft Baufight in der Zone machen, oder was? Oh, nee, Digga. Gar keinen Bock auf die Scheiße jetzt. Digga, Baufight in der Zone. Nee! Das ist jetzt nicht allen Ernstes auch ein Gegner. Ne? Er wollte mich verarschen. Irgendwo hier, Digga. Danke. Bro, ich brauche Minis oder ein Biggie. Damit stelle ich mich auch zufrieden. Ich habe 75 HP, aber... Digga, als ob hier keine Biggies sind. Oder Minis. Bitte, ich brauche nur Blue Shield. Blue Life meine ich, nicht Blue Shield. Digga, Blue Life ist Blue Shield. Ja, ich habe schon wieder Blue Shield gesagt. Ich bin aber auch echt ein inkompetenter Spaß. Okay, wenigstens. Wenigstens etwas, okay? Nehmen wir es an. Welches Level bin ich? Level 10, okay. Ich brauche noch ein Level. Damit ich den zum fucking Chrompan bekomme. Das ist eine Level-Kommando, schaffe ich. Ja. Glaubt ihr an mich, Leute? Ihr glaubt an mich. Oder? Hoffe ich doch mal. Bitte glaubt an mich. Come on, wenn ihr Ehrenmänner seid. Wenn nicht, dann nicht, aber naja. Nee. Der hat mich gespottet, Digga. Und er hat einen Hammer. Also weg. Heißt jetzt einfach nur weglaufen. Digga, der hat einen fucking Hammer. Ihr wisst, wie OP Leute sind, die mit Hammer umgehen können. Ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Nee, hat der auch einen Hammer? Das sagt nicht, Digga. Das ist der Boss! Oh, Ich weiß nicht. Was fuck war das gerade? Ist das hier? Nee. Ja.
ist ein Gegner. Nee, Digga. Bra. Oh, danke, ich habe keinen Fallschaden bekommen. Einmal, okay, einmal. Das erste Mal, dass ich durch diesen Hammer keinen Fallschaden bekomme. Ich bin echt proud von mir selber. Auch wenn ich absolut nichts so viel getan habe, aber egal. Ich kann stolz sein. Ich habe halt einfach zwei solche Sprays, aber besser als nichts. Naja, auch wenn diese Runde wird schon mal absolut gut, Digga. Ich bin in den Top 10. Top 10? Ich habe gerade Top 10 gesagt. Ich meinte Top 10. Ich wusste nicht, ob ich 10 oder 10 sagen soll. Dann ist 10 dabei rausgekommen. Ach, Digga. Ich treffe halt keinen Hit, Digga. Ja, und er trifft erstmal alles. Und alles ist auch klar. Also bei ihm nicht. Nee, Digga! What the fuck? Habt ihr diesen Lag gesehen? Habt ihr diesen Lag gesehen? Und er tanzt auch nur. Egal. Gute Runde war es auf jeden Fall.